EU widerspricht Experten. Experten warnen im Europaparlament vor der Krebsgefahr von Glyphosat. Doch EU-Behörden sehen das anders. Sie wollen keine Gefahr erkennen. Abgeordnete sind besorgt. Ihr Misstrauen wächst. Eine Anhörung zum umstrittenen Unkrautvernichtungsmittel hat die kritische Haltung vieler Europaabgeordneter zu dem Pestizid bestärkt. Etliche Redner bezweifelten am Mittwoch die offizielle Einschätzung der EU-Behörden für Lebensmittelsicherheit, ESSA, und für Chemikalien, ECHA, wonach Glyphosat nicht krebserregend sei. Namhafte Wissenschaftler vertraten nämlich genau die entgegengesetzte Ansicht, sie wiesen in Brüssel als geladene Sachverständige auf eine Krebsgefahr des Mittels hin. Wir machen uns wirklich Sorgen, wenn es bei einem Thema so unterschiedliche Meinungen und Auffassungen gibt, sagte der slowenische Christdemokrat Alojz Peterle. Zuvor hatte Professor Christopher J. Potier von der Universität Manchester schwere Bedenken hinsichtlich der positiven Glyphosat-Bewertung geäußert. Die EU-Behörden hätten Daten der Industrie ungeprüft übernommen und sich nicht mit allen einschlägigen Forschungsergebnissen befasst. Es gibt keine Bewertung, die alle Tumore diskutiert hätte, sagte Potier und berichtete von etlichen Tests an Ratten und Mäusen. Die Behörden sollten das neu bewerten. Die Toxikologin Kate Guyton von der Internationalen Krebsforschungsagentur IARC erklärte, die Weltgesundheitsorganisation habe nur begrenzte Beweise für eine Kanzerogenität von Glyphosat bei Menschen gefunden, aber ausreichende Beweise bei Tieren. Zur Aussagekraft von Studien, die von der Industrie finanziert wurden, sagte Guyton, bei finanziellen Interessen fehlt oft die Objektivität. Die Expertin Carrie Gillam von der US-Organisation The Right to Know sprach von Industriepropaganda. Sie hält es für erwiesen, dass der Chemiekonzern Monsanto bei Glyphosat eine lange Geschichte des Betrugs und der Verschleierung geschrieben habe. EFSA-Referatsleiter Jose Terrazina verteidigte hingegen die positive Bewertung des Mittels, in die ganz regulär auch Studien der Industrie eingeflossen seien. Man hat also festgestellt, dass Glyphosat nicht krebserregend ist, fasste der EU-Beamte Terrazina zusammen. Wie kann es sein, dass nur EFSA andere Meinung ist? Fragte da der französische Sozialist Eric Andrieu. Der Abgeordnete beklagte wie andere Teilnehmer der Anhörung, das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR, habe die Einladung nach Brüssel ausgeschlagen. Wieder stand der Vorwurf im Raum, die deutsche Behörde habe in ihrer Glyphosat-Bewertung bei der Industrie abgeschrieben. Die Ratlosigkeit wuchs. Obwohl der EFSA-Vertreter Terrazina immer wieder die Transparenz der Behördenarbeit hervorhob, beklagten Abgeordnete eine Undurchschaubarkeit der Prozesse. Die Sozialdemokraten im Europaparlament forderten, die EU-Kommission müsse erst völlige Klarheit über die Monsanto-Papiere schaffen, bevor sie die Zulassung von Glyphosat wie geplant verlängere. Der CSU-Abgeordnete und Landwirtschaftsmeister Albert Diss aus der Oberpfalz setzt auf Risikovermeidung. Als Landwirt möchte ich sagen, dass wir auf unserem Betrieb kein Glyphosat einsetzen und dafür auch keine Notwendigkeit besteht. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion.